Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten wieder einmal einen Antrag der Linken über die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe für Multimillionäre und Multimilliardäre. Dieser Antrag wurde erwähnt, schon mehrfach gestellt, eigentlich jedes Jahr. Lieber Kollege Görke, es entspricht auch Ihrem Profil, insofern absolut in Ordnung. Aber was viel erschreckender ist, ist, dass heute in diesem Parlament auch die Grünen und die SPD mit den Äußerungen auch der Bundestagsvizepräsidentin Görin Eckhardt, Saskia Esken, Klüsendorf, Frau Heiligenstadt, das bestätigt haben, dass auch die SPD und die Grünen diese Vermögensabgabe wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann nur sagen, dieser Antrag der Linken, wenn der umgesetzt würde durch SPD und Grüne noch dazu, gefährden den Wohlstand für alle in unserem Land. Dieser Antrag schafft Misstrauen in Arbeit und in notwendige Investitionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Welt des Neides, des Missgunstes und der Umverteilung von Rot, Rot, Grün, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unabhängig von der Frage, dass das überhaupt nicht verfassungsrechtlich zulässig wäre, das wissen Sie auch, darf ich den Wissenschaftlichen Beirat beim Finanzministerium zitieren zu diesem Thema? Der Wissenschaftliche Beirat hat gesagt, Vertrauen darin, dass man über sein Erspartes und seine Investitionen morgen auch noch verfügen kann, ist die Grundvoraussetzung für die Bereitschaft zu sparen und in einem Land zu investieren. Und der Wissenschaftliche Beirat sagt weiter, Deutschland steht mit dem digitalen Wandel, dem Klimawandel und dem demografischen Wandel derzeit vor gleich drei großen Herausforderungen, deren Bewältigung auch umfangreiche private Investitionen erfordert. Der Ruf als sicherer Investitionsstandort ist damit der Schlüssel zur Bewältigung dieser Krisen. Soweit der Wissenschaftliche Beirat. Das sollten Sie ernst nehmen. Apropos Bereitschaft zum Sparen. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen in unserem Land. Und Sie schaffen es als Regierung nicht, mit den Finanzen solide umzugehen. Wir haben 10.000 neue Stellen in der Regierung geschaffen. 10.000 neue Stellen in der Regierung. Sie haben die meisten Staatssekretäre. Sie haben seit Bestehen der Republik die Bazooka ausgepackt und den Doppelwumms und ballern das Geld an alle raus. Ich mach bloß ein Beispiel mit der Energiepreispauschale. Wir haben gesagt, geben Sie es doch denjenigen, die auch bedürftig sind. Sie müssen doch das nicht jedem geben, aber Sie ballern das Geld raus, auf Teufel komm raus, ohne einzusparen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ohne es zielgerichtet einzusetzen. Sie tun das, was Sie hier vorschlagen, in der praktischen Umsetzung keineswegs. Und Sie schaffen Arbeitsanreize ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, leider haben Sie da mitgestimmt. Bürgergeld, Einführung, Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV. Im Bereich der Energie verteuern Sie künstlich die Energie, weil Sie das Abschalten der Kernkraftwerke viel zu früh vornehmen. Und Sie führen weitere bürokratische Maßnahmen ein, anstatt endlich ein Belastungsmoratorium vorzunehmen für Handwerk, Industrie und Mittelstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wachstum geht anders. Sie müssen Anreize schaffen für Arbeit. Und wir brauchen wieder ein Lohnabstandsgebot für diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das müssen Sie tun. Das wäre die richtige Entlastung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen, solide Mittelständler, Hidden Champions, die in unserer Republik sind, die eigenkapitalbasiert sind, wenn Sie jetzt das Eigenkapital dieser Firmen, und Sie haben ja vorgeschlagen, 50%, weil Sie richten sich ja an dem damaligen Gesetz aus, 50% Vermögen zu entnehmen, dann machen Sie die Arbeitsplätze in unserem Land kaputt. Mit Ihrer Politik machen Sie Arbeitslosigkeit und Sie machen die Menschen ärmer. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das will ich schon auch noch mal sagen bei dem Antrag, wenn Sie den Vergleich machen mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952, dann ist dieser Vergleich natürlich völlig falsch. Damals hat man diejenigen entlastet oder denjenigen was
verteilt, sozusagen, die durch Flucht und Vertreibung aus den damals ehemaligen Ostgebieten nach dem Krieg enteignet worden sind. Und deswegen kann man den Vergleich heute überhaupt nicht machen. Das ist unseriös und findet von uns keinerlei Zustimmung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie übersehen eins. Sie übersehen bei Ihren Forderungen, dass wir aktuell schon eine massive Vermögensabgabe haben. Und diese nennt sich Inflation. Und anstatt zu entlasten, und zwar zielgenau in diesem Jahr zu entlasten, haben wir heute früh zum Beispiel die kalte Progression erst ab 2023 beschlossen. Hätte man auch schon 2022 machen können. Und zweitens, Sie müssen, glaube ich, mit der Wirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft arbeiten. Sie schaden mit Ihrem Gedankenspiel der Substanz der deutschen Wirtschaft. Sie legen die Axt an den Mittelständler, Sie legen die Axt an den Handwerker, Sie legen die Axt an den Industriebetrieb in unserem Land. Mit diesen politischen Meinungen sagen Sie deutlich, was Sie wollen. Und das wird die Menschen in unserem Land nicht dazu animieren, eben hier zu investieren. Und deswegen, Gott sei Dank, letzter Satz, braucht es hier eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ich bin der FDP dankbar, dass sie zumindest in dem Thema hier auf jeden Fall derzeit noch steht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen.